Here we are. To think we are so close. Beneath our very feet lie the endless paths built by Ard Nua, the great Angwithan king. Well, up here, this is all Adirin, of course. But should we descend far enough, we will find some real history. Hier wären wir also, wenn man sich überlegt, wie nah wir sind. Direkt unter unseren Füßen liegen die endlosen Pfade, gebaut von Nod-Ua, dem großen Engvitanischen König. Keiner hätte inne. Naja, hier oben ist natürlich alles idyllischer Bauart, aber sollten wir tief genug hinabsteigen, werden wir wahre Geschichte erleben. To uncover that great king's tomb would be a dream. But it is one of his servants I am after. Gebranos, a powerful mage and a dedicated scholar. A keeper of lore, just as I mean to be. Das Grab dieses Königs freizulegen wäre traumhaft, aber ich bin auf der Suche nach einem seiner Diener. Gebranos, ein mächtiger Magier und passionierter Gelehrter, ein Hüter der Sagen, genau wie es mir vorstrebt. He was in possession of the Tanvi Orator, or whatever form of it preceded the one we know. I've seen it in ruins, alongside Gebranos' name. Scraps of the same symbols and verses we know in Rauatai. He must have held the words in high regard. Or perhaps he was even the author. Er war im Besitz des Tanvi Orator, oder der Form, die er uns bekannten, vorausging. Ich habe es in den Ruinen neben Gebranos Namen gesehen. Reste derselben Symbole und Verse, die wir auch in Rauatai kennen. Er muss die Worte in hohen Ehren gehalten haben, oder vielleicht hat er sie sogar geschrieben. Dann lass uns mal auf die Suche gehen. Dieser Gebranos scheint dich sehr zu beeindrucken. Warum ist dieses Buch so wichtig? Bist du immer so leicht erregbar? Dieser Gebranos scheint dich sehr zu beeindrucken. Man sagt, er hätte Macht über die Elemente besessen, Kano hustet. Seine Schriften interessieren mich aber mehr, denn er war ein äußerst produktiver Autor. Ich konnte noch nicht alles übersetzen, aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass er sehr weit herumgekommen ist. Wer hier nur getroffen hätte. Welche Weisheit er mitzuteilen hätte. Wir können aber seinem Beispiel folgen und danach streben, von denen um uns herum zu lernen, uns dadurch zu verbessern. Das klingt in der Tat beeindruckend. Jetzt, da ich seine Loblieder gesungen habe, mag es arrogant erscheinen, aber als ich diesen Text las, fühlte es sich an, als würde ich durch einen Spiegel eine ältere Version von mir selbst betrachten. Kada lacht. Lächerlich, nicht wahr? Wie auch immer, ich bin kein Herr über die Elemente. Nein, du bist ein Sänger. Dann lass uns mal auf die Suche gehen. Wenn meine Quellen korrekt sind, Gebranos wird den Text mit sich bringen. Es wird wahrscheinlich in einer Library sein. Oder ein Tomb, vielleicht. Es tendiert zu sein, einer der beiden. Wenn meine Quellen stimmen, wird Gebranos den Text bei sich haben. Er wird sich wahrscheinlich in einer Bibliothek befinden oder vielleicht in einem Grab. Eine der beiden Möglichkeiten wird es wohl sein. Let's be off. Lass uns verschwinden. Oh, unser Garni hat das Abenteuer abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, Sagani steht uns jetzt wieder frei, wenn wir weiter in Richtung Dürfurt reisen. Oh, hier liegen immer noch tote... wie heißen die Viecher nochmal? Irgendwas mit X war's. Das kann ich ja kurz nachgucken. Enzyklopädie. Bestarium. Xaurips, genau. So, jetzt haben wir erst einmal dicke, fette Riesenspinne. Wir haben ja jetzt ein paar Level zugelegt. Wir sind ja schon kurz vor Level 8. Wow, das ging schnell. Und da ist sie schon. Wow, fehlgeschlagen, aber wir haben sie schon mal leicht verletzt. Wow. Schwer verletzt? Was, schon zu Tode noch? Wow, okay, wir haben sie gerade getötet. Let's go. Auch gut.
Was hattest du dabei? Eudrichard, ein Stilett. Da wir noch niemanden haben, der ein Stilett benutzt. Sure. Spinnengiftdrüse. Wie appetitlich. Ich will ja nichts sagen, aber das hier sieht nach einem Geheimgang aus. Hier geht es auf jeden Fall wieder höher. Oh, ach so, das ist. Ich dachte jetzt schon, das wäre irgendwelcher Glipper. Dabei ist das hier die Hand. Oh, wo geht's da hin? Da geht's einfach wieder raus. Haben wir jetzt gerade eine Abkürzung entdeckt? Das wäre schon mal schick. Ah, Tatsache. Der Keller der des Tempels. Ah, jetzt sehe ich das. Das hier sind die Finger. Also die Hand hier unten drunter, das diese Adra-Monolithen hier, das sind die Finger davon. Oh, der Berat-Priester. Wünschen Sie etwas? Okay. Ja, das sind die Finger der Statue. Vorhutsoldat. Gut, zu wissen. Und das ist der Goldpaktritter. Okay, du bist klein. Wünschen Sie etwas? Ist schon mal etwas mehr Leben in meiner Festung. Ich wünschte, es würden noch ein paar Zivilisten langsam mal kommen. Aber ich glaube, dazu muss ich mal den Innenhof sanieren und ein paar Marktstände und so etablieren. Aufstellen. Ich glaube, das war mein nächstes Ziel, oder? Türme, südlicher, Händlerstand, Handwerkshalle, Kapelle. Das wäre keine schlechte Idee. Weitlandpfade, genau, die wollte ich verbessern. Dann kommen vielleicht hier öfter mal Karawanen durch. Und jetzt gucken wir mal kurz, wenn wir schon hier draußen sind, in die Forsthütte rein. Good day, Stranger. Was gibt es für neue Kopfgelder? Mehr habe ich momentan nicht anzubieten. Okay. Gut. Ist jetzt kein Beinbruch, aber... Ist okay. Wir haben ja noch alle 4 Kopfgelder offen. Was ich mich gerade so frage, wir haben ja die Quest der Bewohner Nalrand der Riese, Ulmenküste, Enzyklopädie. Es gibt ja hier sicherlich Orte, oder? Ja, Orte. Ja, Glanfahrt, weil ja, schön, na toll. Das wollte ich eigentlich nicht wissen. Ich habe eigentlich Gebiete hier in der Gegend gemeint. Ich würde nämlich gern wissen, wo die Ulmenküste ist. Ob das hier unten irgendwo ist, weil hier drüben ist nirgendwo mehr Wasser. Also mehr Wasser. Das einzige Gebiet, was ich hätte an der Küste, ist Anlocks Kompass, nämlich. Und die Matma-Brücke. Aber ich schätze mal, dass hier unten auch irgendwo noch ein Gebiet sein wird, das man bereisen kann, vor den Feuerfällen aus. Man sieht ja, hier geht der Weg lang, dass hier irgendwas ist, aber da kommen wir noch nicht hin. Weil wir eben nicht durch die Feuerfälle durchkommen. Dafür sind wir immer noch nicht stark genug. Drachen sind halt Drachen. Drachen sind keine leichten Gegner in keinem Spiel.
Gruppenverwaltung. Hey, cool, wir können uns sogar die Stufen ansehen. Das ist toll. Wir können direkt auf eine andere Stufe reisen. Du brauchst eine Stunde, deine Reise von Kit Nua nach Endlose Pfade von Nua zu beenden. Ja, eine Stunde geht. Ja, sehr schön. Und ich nehme einfach mal an, dass das hier die Abkürzung nach von unten sein wird, weil hier sieht man nicht, kann man ganz leicht eine Treppe erkennen. Also ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass man direkt reisen kann zwischen den Ebenen, wenn man den Ausgang gefunden hat drüben. So, das heißt, wir können uns mal in der zweiten Ebene umsehen. Erstmal nur umsehen, gucken, wie weit wir vorankommen. Und wenn es zu schwierig wird, ziehen wir uns wieder zurück. Wobei ich sagen muss, die Spinnenkönigin haben wir echt gut gemeistert jetzt, obwohl sie unsere Fernkämpfer angegriffen hat. Ah, Xaurips, die sind nicht so gefährlich. Was bist du, ein Lindwurm? Okay, Lindwürmer sind die Viecher, die Kanna beschwört. Falle entdeckt? Hagrim hat etwas entdeckt. Oh, der kann jetzt auch entdecken, während er nicht... Oder hat der Zauber gerade eine Falle gezaubert? So. Aber bis jetzt sehe ich keine Falle. Ah, ein Lindwurmflügel. Dieses krumme Bildnis wurde aus Baumstämmen, Schuppenhaut und Knochen zusammengeschustert. Die Spitze schmückt einen Menschenschädel. Okay, eine Warnung. Kommt hier nicht weiter runter. Gut, die paar Xaurips und der Lindwurm. Oh, eine Blutlache. Das heißt, die Blutlache, ein paar Tropfen. Sind nicht so wild. Falle entschärft Schwierigkeit. Okay. Etwas Gold. Und ja, durch so Dungeons muss man durchschleichen. Xaurip Meister. Okay, der Xaurip ist ausgeschaltet. Wow. Da kommt die ganze Kompanie. Okay, das war Fenris. Da hinten ist ein Zauberpriester, der nervt. Sind das etwa Bogenschützen? Oh. Paladina, du siehst ein bisschen angeschlagen aus. Du wirst ja auch die ganze Zeit beballert. Okay. Ein paar magische Geschütze sollten helfen. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Naja gut, der wird von einem Haufen Zauberbmeistern bedrängt. Fenris, nicht Fenris, Zauberbmeister, genau. Du kannst mal das benutzen. Und was machen wir mit Edda? Durenz,